ein paar Tagen habe ich das Video zu Gönnergy das Videospiel gemacht. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann lasst jetzt alles stehen und liegen und klickt oben rechts in die Infocard, denn da kommt ihr direkt zu meinem Video Gönnergy das Videospiel. Und nur einen Tag vorher hat Patrick N., den ich vorher noch gar nicht kannte, ebenfalls ein Video das Gönnergy-Spiel veröffentlicht. Und ich habe dann erstmal direkt zu Cora geschrieben, kannst du dir nicht ausdenken? Und dann dachte ich mir jetzt halt, okay, das ist mein Grund, auf ein Video zu reagieren und das tue ich jetzt hiermit auch. Herzlich willkommen in meinem ersten React-Video, in dem ich auf das Gönnergy-Spiel at Montana Black von Patrick N. reagiere. Viel Spaß. Achso, noch kurz eine kleine Info. Das Ganze ist ein bisschen gecuttet, ja, zu den relevanten Stellen, wo ich dann auch was zu sagen habe. Der Rest ist rausgeschnitten. Wenn ihr das ganze Video von ihm sehen wollt, findet ihr es in der Videobeschreibung. Montana Black hat vor ein paar Tagen Gönnergy veröffentlicht und holy fuck, die Leute sind ja echt hart am Gönnen, um die Sache so richtig auszumelken. Okay. Ja, aber den Gag fühle ich irgendwie so ein bisschen. So habe ich mich auch gefühlt, als ich das Gönnergy-Spiel gemacht habe. Gönne ich Monte und entwickle ein eigenes Spiel zu Gönnergy. Also schauen wir doch mal nach, was für Insider aus deiner Vergangenheit man so ein Spiel packen könnte. Den Gag verstehe ich irgendwie nicht. Um auch gutes Marketing zu betreiben. Ja, okay. Das lassen wir mal lieber sein. Stattdessen habe ich das Logo... Okay, er benutzt auch Photoshop. Um mein eigenes Gönnergy-Logo zu designen quasi. Erstmal nachdesignt und alle drei Dosen in Blender modelliert. Und da ich es eigentlich vermeiden wollte, Monte selbst zu modellieren, habe ich online nach einem 3D-Modell gesucht. Und wurde nicht fündig. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass es sich bei Montana Black um eine Sprühdose handelt. Das wusste ich aber tatsächlich schon. Daher hat er sich ja benannt, also der hat sich ja nach diesem Graffiti-Zeugs benannt, nach den Sprühdosen, oder nach dem Sprühdosenhersteller, weil er hat ja früher selber viel gesprayt, der Montana Black. Ich habe tatsächlich seine beiden Bücher als Hörbuch auf Spotify durchgehört und da erzählt er ja auch darüber. Man könnte meinen, dass ich ein fanatischer Groupie bin. Danach habe ich mich wirklich stundenlang damit gequält, Monte zu modellieren. Ganz ehrlich, sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber das fühle ich zu 100%. Ich habe auch mal einen Charakter, so einen Low-Poly-Charakter in Blender modelliert. Und das ist wirklich ein Krampf, wenn du nicht schon ein Ultra, ein Pro in Blender bist. Und eigentlich sieht es gar nicht so übel aus, aber eine Sache fehlt noch. Oh yeah, that ass. Press like for Montes Brazilian Buttlift Version. Jetzt habe ich ihm noch die Möglichkeit gegeben, sich zu bewegen. Alter Junge, also ganz ehrlich. Also man kann es mit dem Greenscreen-Zeugs auch übertreiben, Bruder. Scheint ja ziemlich viel Spaß zu haben. Okay, vielleicht etwas zu viel Spaß, aber bei dem Hintern. Yo, Monte, chill mal, hier gucken Kinder zu. Im nächsten Schritt habe ich... Er hat ja gerade auch geschrieben, er hat irgendwie 2 Stunden, war ja irgendwie Point of View, 2 Stunden Erfahrung im Blender oder so. Deswegen glaube ich auch, dass das ihn auch viel Zeit gekostet hat, das zu machen. Es sei natürlich, er ist Naturtalent oder so, oder hatte schon irgendwie doch schon irgendwie Erfahrung in 3D-Modellierung. Das Modell in Unity importiert, aber irgendwie stimmt noch was nicht. Okay, besser. Aber ein paar Makel konnte ich leider nicht beheben. Egal. Low-Budget-Production it is. Um Monte zu animieren, habe ich das Modell auf Mixamo hochgeladen. Classic. Jeder nimmt die Animation von Mixamo im 3D-Bereich, der nicht jetzt irgendeine AAA-Produktion macht oder so. Und Animationen gedownloadet. Darunter eigentlich alle natürlichen Bewegungen, die er so in seinem Alltag verwendet. Die Map wird aus jeder Dose bzw. aus 3 Leveln bestehen. Das erste Level zeigt das Lager von Gönnergy, welches als Jump'n'Run fungiert. Die gelben Dosen rotieren von rechts nach links und man muss versuchen durchzukommen, ohne die Dosen zu berühren. Verstanden? Okay, perfekt. Soll ja auch eine Herausforderung bleiben. Jedenfalls ist das Level viel zu schwer. Aber was soll's. Danach... Also das ist natürlich eine klassische Idee. Mir fehlt da, also wenn das jetzt gerade schon fertig ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber da fehlt mir auf jeden Fall Feedback, wenn ich getroffen wurde. Weil ich glaube, ich habe einmal gesehen, dass er getroffen wurde. Und dann wurde er halt wieder zurückgesetzt. Und der Boden ist so ein halbtransparentes Glas. Also so ein... Eigentlich ist es wahrscheinlich ein halbtransparenter Cube. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber eine coole Idee, das auf jeden Fall in eine Gönnergy-Dose zu verpacken. Habe ich noch ein Dosenlabyrinth gebaut. Hier muss man nur die richtigen Dosen finden. Ah, wie in Squid Game, ne?
wo man die richtige Glasscheibe erwischen muss. Also so ähnlich wie bei Squid Game. Wir uns im Lager befinden und Monte einen Bestand von über 5 Millionen Euro hat, habe ich noch ein paar Dosen hinzugefügt. Insgesamt macht das erste Level auch einen ziemlich soliden Eindruck. Man stirbt auch einfach viel zu oft, weil die Steuerung noch so scuffed ist. Aber ich finde es cool, wie er das humoristisch nimmt, dass es halt alles noch Pre-Alpha-Status quasi ist. Aber darum kümmere ich mich später noch. Vielleicht. Da Monte in der Vergangenheit öfter mal Only Up gestreamt hat, habe ich mich nicht lumpen lassen und eine Gönnergy-Version als zweites Level erstellt. Ich weiß, richtig innovativ. Das Prinzip sollte den meisten bereits klar sein. Man muss einfach nur noch... Was? Richtig innovativ. Das Prinzip sollte den meisten bereits klar sein. Man I don't see something to collide with there. Da ist irgendwie keine Plattform. Muss einfach nur nach oben kommen, was viel zu schwer ist. Oh Mann, ihr werdet mich so hassen. Aber ich glaube, man kann das noch gar nicht spielen, das Spiel, ne? Ich glaube, wir können gleich mal gucken am Ende, ob das schon zum Download irgendwo jetzt in der Videobeschreibung mittlerweile drin ist. Aber ich glaube, das war... Um euch entgegenzukommen, habe ich aber Save Points erstellt. Also, ihr müsst nicht immer von vorne anfangen, wenn ihr runterfallt. Auch wenn es witzig wäre, zum Abschluss noch ein bisschen Dekoration hinzufügen und das Level kann sich wirklich sehen lassen. Das Level soll übrigens die Produktion darstellen, deshalb bewegen sich die Dosen auch nach oben. Ergibt zwar wenig Sinn, aber egal. Ich bin nur ein dummer Informatiker. Das dritte Level spiegelt den Vertrieb wieder und hier muss Monte gegen seine alten Geister kämpfen, die aktuell ziemlich dumm sind, aber daran arbeiten wir noch. Die NPCs verfolgen Monte und geben ihm Schaden. Also müsst ihr ihn einfach zuerst auf die Fresse hauen und es vermeiden zu sterben. Dafür stellen wir ihm auch unterschiedliche Waffen zur Verfügung, mit denen er bereits viel Erfahrung gesammelt hat. Hey, das ist aus South Park geklaut. Da gibt's auch das Dildo-Schwert. Und weil ich gerne leide, habe ich noch für die beiden Waffen Animationen erstellt. Ich hoffe halt die ganze Zeit, dass er halt auch mal in den Code geht. Ich würde halt gerne mal die Programmierung halt auch sehen. Kriegen wir aber nicht mit und auch nur ganz, ganz wenige Einblicke jetzt hier in Unity, so wie hier jetzt. Und er hat jetzt ja offensichtlich eigene Animationen. Hier unten sehen wir die Keyframes von den eigenen Animationen. Wir sehen jetzt hier leider nicht die Properties, die er hier verändert, also welche Werte hier animiert werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass es halt Position, Rotation von dem Schlagwaffenobjekt ist, also jetzt in dem Fall der Baseballschläger und dann natürlich auch dieser Dildo, den er da hatte. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob er die Schlaganimation von dem Charakter von Mix, ich glaube, die hat er von Mixamo genommen. Da war mal wieder ein Profi am Werk. Und jetzt verprügelt er auch noch seine Geister mit dem Vibrator. Zum Glück ja, bin ich... Ich glaube, die Schlaganimation, die ist von Mixamo und er hat dann halt nur die Objekte halt so animiert, dass die halt dem, also was heißt nur, das war schon viel Aufwand, dass die halt dann dir den Händen folgen. Dann hätte ich die Monetarisierung vergessen können. Ich habe auch noch getestet, was passieren würde, wenn man nach einem Treffer durch die Gegend geschleudert wird. Aber das will ich euch diesmal wirklich nicht antun. Um das Level halbwegs erfolgreich abzuschließen, müsst ihr am Anfang gegen den Cube hauen. Erst dann spawnen die NPCs. Vor allen Dingen auch halbwegs erfolgreich. Um eure Zeit zu stoppen, müsst ihr an den Cube schlagen, nachdem ihr alle NPCs getötet habt. Da wir den langweiligen Scheiß jetzt abgeschlossen haben, können wir uns endlich um die lustigen Dinge kümmern. Monte wird in jedem Level die Möglichkeit haben, alle drei Gönnergy-Sorten zu trinken. Also, aber da hat er auch Partikeleffekte benutzt. Auch mit dem Standard-Sprite, mit dem viereckigen Standard-Sprite, was schon in Unity integriert ist, genauso wie ich das auch gemacht habe. Also zumindest bei dem... eigentlich habe ich das nur bei irgendwo habe ich auch bei dem Schub von den Schüssen habe ich das benutzt, das Standard-Sprite. Sonst habe ich tatsächlich richtige Sprites verwendet. Monte wird in jedem Level die Möglichkeit haben, alle drei Gönnergy-Sorten zu trinken. Also habe ich wieder tausende Animationen erstellt und das weiße Objekt entfernt. Jedenfalls triggern alle Sorten ein unterschiedliches Verhalten. Raspberry Cheesecake lässt euch wie eine Frau laufen. Das zieht sich auch schon durchs ganze Video, also wundert euch einfach nicht mehr. Tropical Exotic wirkt im Spiel leicht alkoholisierend und lässt Monte eine sehr schöne Zeit erleben. Und Blueberry Coconut lässt euch einfach wieder normal laufen. Kommt im Only Up Level auf jeden Fall sehr gut, wenn man alkoholisiert nach oben läuft. Und im dritten... Aber hier mal kurz ein Funfact. Wenn der hier so zur Seite torkelt, dadurch verschiebt sich nicht die Position oder der Collider von dem Spielercharakter. Das ist halt nur die Animation.
Also du kannst jetzt nicht rechts runterfallen. Also bin ich mir absolut sicher, dass du nicht rechts runterfallen kannst, nur weil er in der Animation rechts über die Kante läuft. Im Level auf jeden Fall sehr gut, wenn man alkoholisiert nach oben läuft. Und im dritten Level bekommt ihr durch Tropical Exotic den Baseballschläger, durch Raspberry Cheesecake den Vibrator und wenn ihr Blueberry Coconut trinkt, eure Fäuste als Waffe. Zum Schluss habe ich die Map noch ein wenig ausgeschmückt und einen gigantischen Monte auf die Dosen gelegt. Schreibt den Insider mal in die Kommentare. Ja, der Insider ist natürlich ganz klar. Jeder kennt den, der Breaking Bad gesehen hat, wo diese beiden Handlanger von Saul Goodman, die heißen Huel, das ist der dicke farbige, und der andere heißt dieser rothaarige. Da ist mir der Name entfallen. Auf jeden Fall gehen die ja irgendwie, die sollen ja das Geld holen von Walter White dann. Der das ja in so einer Lagergarage, in so einem gemieteten Lagerraum hat er das ja auf so einem Berg aufgetürmt und da legen die sich ja dann auch so mit dem Rücken drauf, so wie hier der Monte auf seine Gönnergies. Das ist eine Referenz. Ein paar Easter Eggs hinzugefügt, geht einfach hin und zerstört sie. Dann machen sie ein Geräusch. Da das Spiel zum Speedrun gedacht ist, habe ich noch einen Timer und Levelbeschreibungen hinzugefügt. Ich habe auch extra einen Discord-Server erstellt, auf dem ihr eure Speedrun-Zeiten als Screenshot posten könnt. Ja, diese Greenscreen, dieses Greenscreen-Acting, Digga. Also das hätte man wirklich reichlich reduzieren können. Man kann es ja auch in die Kommentare schreiben. Als es jetzt in der FX dran, Discord zu machen. Aber hey, ja, why not? Also, joint den Server, wenn ihr Lust habt. Ich hoffe, ihr fandet das Video halbwegs unterhaltsam. Und da geht für... Ich hätte halt echt gerne was vom Code gesehen. Ja. Wäre auch zum Beispiel mal interessant gewesen, diese gelben Dosen dahin, die hin und her fliegen, ob er diese gelben Dosen, ob er die mit dem eine Animation gemacht hat oder ob er das halt mit dem Code gemacht hat. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Das würde mich nochmal interessieren. Vielleicht sieht Patrick N. das Video und kann mich da aufklären. Genau, jetzt gucken wir nochmal eben ganz kurz, ob man es jetzt mittlerweile runterladen kann. Ah ja, hier, guck mal, doch, hier kann man es mittlerweile runterladen. Na, guck an. Effekt. Ja, ich habe meins nicht als herunterladbare Exe gemacht, weil, keine Ahnung, vielleicht schreibt Gönnergy oder irgendwer dann nochmal irgendwann, hey, wir wollen das nicht, nimm das offline. Und deswegen habe ich es bei mir nur auf itch.io gepackt, weil dann kann ich es einfach offline nehmen. Aber wenn jemand das halt runtergeladen hat, dann würde ja theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass er das wieder irgendwo hochlädt oder so. Das wollte ich nicht so gerne. Na gut, okay. Das war mein erstes Reaction-Video. Patrick N., danke, dass ich auf dein Video reagieren darf und du mich nicht wegstrikst. Vielleicht reagierst du ja auch auf mein Video. Wäre ja cool. ja, danke an alle Kanalmitglieder, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut raus, euer Fister. Ciao.